Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drakan, der Orden der Flamme. Ja, es tut mir jetzt leid, ich muss leider diese Folge nass synchronisieren. Es ist mir gerade bei einer anderen Folge Seasons After Fall passiert, dass ich in der Aufnahmepause vergessen habe, das Mikro anzumachen. Ich habe es ausgemacht. Um die Tonspuren besser finden zu können in den Übergängen. Und ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Drakan, lass mich synchronisieren. weil ich nicht ganz so genau weiß, was ich jetzt erzählen soll. Weil ich teilweise auch nicht mehr genau weiß, was ich da erzählt habe. Das ist halt immer ein paar Tage später. Das Gedächtnis ist leider nicht das Beste. Und Tatsache ist es aber, dass ich herausgefunden habe, oder hier teilweise... Nee, ich glaube, das habe ich auch in den vorigen Folgen schon herausgefunden, weil die Rolle sehr gut zum Ausweichen ist. Es gibt eigentlich nichts Besseres. Oh, ein schönes Minecart. Mit leckerer Suppe drin. Sieht gut aus. Nein, also dass die Rolle sehr gut zum Ausweichen ist, hätte ich das eher gewusst. Hätte ich sie auch früher schon eingesetzt. Dachte halt immer, dass man halt so mit dem Springen gut ausweichen kann. Ist leider nicht der Fall. Die Rolle ist wirklich das Bessere. So, da vorne haben wir noch ein paar Kisten. In jeder Kiste könnte ja was Interessantes drin sein. Oder dahinter. Hier ein paar Pfeile. Von daher lohnt sich das ja auch alles immer mitzunehmen, beziehungsweise immer alles mal kaputt zu machen. Auch wenn es leider auf die Haltbarkeit der Waffe geht. Aber an Waffen soll es ja nicht liegen. Wir haben ja genug dabei. Ich schleppe ja auch immer noch Atimas Schwert mit mir rum, das zur Not unzerstörbar ist. Dafür aber auch nur, ich glaube, 5 Schaden macht oder so. Und diese kleinen Warthogs sind ja sowieso kein Problem. Die kriegen halt ein paar über die Mütze gezogen. Und dann sind sie halt weg. Beziehungsweise die muss ich ja mit dem Schwert nur 2-mal treffen, vorausgesetzt, die ducken sich nicht. So, hier gab es 2 Wege. Genau, das ist der Hauptweg. Und da habe ich mich dann einfach entschieden, okay, wenn das der Hauptweg ist, dann gehe ich erstmal den anderen Weg. Denn man weiß ja immer nie, andere Wege zu laufen oder zu erkunden lohnt sich ja in Drakan. Man kann ja immer wieder irgendwas Interessantes finden. So Höhlen mit Items, bessere Waffen, Rüstung, magische Items. Meine, wir haben ja schon einiges gefunden. Deswegen lohnt sich das halt immer wieder, so wie hier diese, ja, Katakomben, sage ich mal. Komm, hau ihn weg. Sehr schön. Und hinter jeder Ecke kann ja auch mal ein Feind lauern. So, ja, manche liegen dann auch mal so wie der jetzt faul in der Gegend rum. Gar nicht, warum ich da die Waffen gewechselt habe. Ah, ich glaube, da ist mir gerade ein Schwert kaputt gegangen. Genau so war das. Oh, hier habe ich mich mal probiert anzuschleichen. Hab gleich mal gefailt. Das ist gar nicht, warum ich hier gerade eine Rolle gemacht habe. Achso, das fand ich einfach hinter dem und habe den Versuch wegzumachen. Dann leider nicht so ganz funktioniert hat. Diesmal habe ich mich probiert anzuschleichen. Aber da muss ich vielleicht nochmal ins Handbuch gucken. Ob es da irgendjemand schleicht, extra, also oder einen Damage-Bonus gibt. Also sprich, ob sich das Schleichen überhaupt lohnt oder ob das nur dafür da ist, dass dann die Gegner nicht sind. Der fette Warthog hier. Jetzt mal ein paar Ausweichrollen und auch sagen, easy. Eine kleine Explosionsfass daneben. Hier noch ein paar. Ich glaube, das waren genau magische Pfeile. Und hier habe ich jetzt einfach so meinen alten Bogen weggeworfen. Und habe dafür den neuen dann mitgenommen. Ich habe keinen Platz mehr. Und habe dann festgestellt, dass er einfach den alten Bogen wieder aufgehoben hat. Frecherweise. Ich habe keinen Platz mehr. Und ja, die Knöpfe verwechsel ich auch immer noch. Ich will immer mit Escape aus dem Menü raus. Was natürlich nicht funktioniert. Jetzt hat er den Bogen schon wieder aufgenommen. Klar, hat Feige lasse ich schon wieder im Inventar. Es ist halt ein bisschen fummelig manchmal. Lässt sich leider nicht ändern.
aus der Bogen dabei. Inventar ist so gut wie voll. Jetzt sagt ein Haufen Waffen. Und ich weiß halt immer noch nicht, was ich mit Atimas Schwert machen soll. Ob ich es wegwerfen soll. Ich möchte es halt immer für den Notfall dabei haben, weil es halt unzerstörbar ist. Obwohl man eigentlich mehr als genug Waffen findet. Aber wenn man jetzt gar keine Waffe hat, das ist natürlich... ja, gefährlich. Tja, oh, fast tot. Und der Gegner macht gut Schaden und ja, das ist schon mal der Schmied. Es ist ein kleiner, ja, ein Bossgegner wohl. Oder vielleicht so ein Miniboss. Der hält nämlich ordentlich was aus. Das kommt auch in seine fetten Rüstung. Hätte ich von Anfang an gewusst, dass der so viel aushält. Weil der steckt ja jetzt ja schon ganz gut ein. Obwohl mit der Taktik schlagen und einmal zurückrollen, man ja dem wirklich ganz gut rankommt. Ja, wie gesagt, wenn ich gewusst, dass der so viel aushält, dann hätte ich einfach alle andere Waffe genommen. Irgendwas Stärkeres, die Axt oder so, die ich habe. Nachteil wäre natürlich gewesen, ich hätte näher rangemusst. Aber kein Problem. Da stand auch gleich so ein schönes Schwert. Ich glaube, das war der Riesentöter. Ich habe keinen Platz mehr. Keinen Platz im Inventar. Aber da habe ich dann einfach die Pfeile, glaube ich, weggeschoben, oder? Ja, okay. Anstatt die Pfeile rüber, habe ich das in die andere Richtung geschoben. Sehr genau. Das ist nämlich ein sehr schönes Schwert. 25 Schaden. Das ist sehr gut. Giant Slayer. Macht so viel wie die Axt, hält aber mehr aus. Im Prinzip hätte ich die Axt jetzt so wegwerfen können. Und noch eine schöne Plattenrüstung und ein, ja, Eiskristall. Das Problem ist nur, ja, um die Plattenrüstung aufheben zu können, musste ich erstmal ein paar Waffen wegwerfen. Da komme ich nicht dran. Weil man kann sie leider nicht direkt anziehen, sondern muss sie erstmal ins Inventar packen. Macht Armor 30, die Chain macht 20, also nochmal 10 Rüstungen mehr. Das lohnt sich schon. Den Eiskristall habe ich dann ignoriert, weil ihr seht selbst keinen Platz im Inventar. Nee, das ist keine Plattenrüstung, das war die Schuppenrüstung. Sieht aber trotzdem ganz gut aus. Dann nochmal so ein paar Fässer kaputt gemacht, man weiß ja nie. Genau, da hatte ich schon nochmal überprüft, ob ich das richtige Schwert in der Hand habe. Es könnten ja überall ein paar Heiltränke lohnen und liegen. Lohnen, ja. Nein, es könnten ja überall ein paar Heiltränke liegen und Heiltränke kann man halt immer brauchen. Ja, und wie ihr seht, erkunden lohnt sich. Was haben wir gefunden? Wir haben ein Schwert gefunden. Wir haben eine neue Rüstung gefunden. Also alleine deswegen hat sich der Abstecher schon gelohnt. Guten neuen Bogen, magische Pfeile. Alles das haben wir auch noch gefunden. Also von daher immer nur den Hauptweg. Wie gesagt, es gibt nicht viele Wege in Drakan. Es gibt nicht so viele. Man kann nur ab und zu mal links oder rechts abbiegen. Aber wenn man das halt macht und nicht nur der Hauptstraße folgt, findet man halt ein paar gute Items. Das ist mal schlimm, wenn die sich ducken. Wie gesagt, und das ist halt das, was ich an Drakan so schön finde. Man hat zwar nicht so viel. Es ist zwar schon recht linear. Hier hängen auch noch ein paar Leute ab. Ja, volles Pack. Ja, es ist zwar recht linear, aber macht trotzdem viel Spaß. Ja, hier war ich sehr vorsichtig, weil ich dachte, hier wären irgendwelche Fallen. Ja. Deswegen dachte ich mir, ich schleiche hier mal rum. Irgendwelche Gegner, aber hier war gar nichts. Tja. Lieber Vorsicht als Nachsicht, ne? Da komm ich ja, nicht dran. Und hier habe ich jetzt den Schlüssel gefunden, den ich brauche, nur um dann festzustellen, scheiße, Inventar voll. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich richtig doof. Und da habe ich dann, ja, mein zweites Langschwert weggeworfen. Da komme ich nicht dran, da komme ich nicht dran. Komme ich nicht dran, komme ich nicht dran, kommst du doch. Hab da nochmal die Truhen aufgemacht. Da komme ich nicht dran. Oder warten muss, bis der Heiltrank oben ist. So, wie der so schön nach oben schwebt. Sehr schön.
Und dann fiel mir ja noch ein, Sekunde, warum habe ich eigentlich das alte Schwert weggeworfen? Beziehungsweise das neue Schwert weggeworfen und nicht das alte. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Und da habe ich dann versehentlich meine Rüstung weggeworfen. Was ich gar nicht wollte. Ich wollte eigentlich eine Waffe wegwerfen. Da musste ich dann halt ein bisschen hin und her das aufheben, das wegwerfen. So, und da habe ich dann genau das benutzte weggeworfen, das neue angezogen. So, und dann konnte es auch weitergehen. Dass so ein bisschen hin und her ist, mein Tasse echt knapp. Ja. Wie es aussieht, doch eine Falle. Da habe ich mal ganz schnell Quicksave gemacht. Boller, habe ich den genannt. War halt Boller. So, da habe ich dann einfach mal... Ja, der hat so zwei beschissene Flammenschwerter. Kann auch die ganze Zeit diesen blöden Feuerradius machen. Da musste ich mir mal einen vollen Heiltrank reinziehen. Und da habe ich dann mal auf den... Ja, den Giant Slayer gewechselt. Einfach wegen des Schadens. Das Problem dieses Feuerradius ist irgendwie... Der geht... Er breitet sich in bestimmten Richtungen aus. Aber wenn der kleiner wird... ja. Dann geht der noch ein kleines Stück. Und das trifft einen halt ab und zu mal. So wie jetzt. Sobald er nach unten verschwindet... breitet er sich noch mal ein bisschen aus. Und das trifft mich halt ab und zu mal, weil ich damit nicht rechne. Weil ich halt davon ausgehe, dass da maximale Reichweite und dann verschwindet es. Ja, warum ich da irgendwie mit Springen ausgewichen bin am Anfang, ist auch mal jetzt. Danach ging das mit Rolle sehr gut. Naja, dann bis hier. Gut, dass ich es mittendrin gespeichert hatte. Ja, da habe ich gleich einen Hit kassiert, einen doppelten Hit auf halb runter und dachte mir dann, nee, das glaube ich nicht. Dann lädt sie gleich wieder. Das ist ja nur wirklich Blödsinn. Das Problem ist halt, wenn er einen trifft, trifft er einen meistens doppelt. Und ich muss echt gestehen, dass diese Feuerattacke mir so dermaßen auf dem Senkel gegangen ist. Das war einfach nur nervig. Ihr seht es ja selbst. Man kommt nicht an ihn ran, der macht das zigmal hintereinander. Und das ist einfach da jetzt schon wieder. Es ist einfach nervig. Da, gleich wieder. Es ist... Was will man da machen? Man kommt nicht an ihn ran. Man schafft es irgendwie, ihn einmal zu schlagen. Da muss man gleich wieder ausweichen. Also man kann den Kampf überleben, ohne getroffen zu werden. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man sich ein bisschen schlau anstellt. Habe ich leider nicht über... Ich gerade gegen das Mikro gekommen. Das hat man nicht so gehört. Ja, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen schlau anstellt, dann funktioniert das. Ja, bin leider ab und zu ein paar Mal getroffen worden. Passiert leider. Nicht aufgepasst. Nicht schnell genug beim Ausweichen gewesen. Vielleicht auch zu viel gewollt. Nach nur 8, ein Hit geht noch. Und ja, nee, leider nicht. Dieser Kampf war eigentlich nur so lange... Ja gut, jetzt muss ich nochmal einen vollen Heiltrank nehmen. Die habe ich da leider etwas verbraucht, aber ich meine, für solche Kämpfe habe ich die Dinger ja eigentlich. Deswegen versuche ich ja sonst mal zu sparen. Aber dieser Kampf war einfach nur... Ja, er hat sich einfach nur gezogen durch diese dauernde Feueraura. Ich glaube, hätte er die nicht gehabt, dann... Ja, dann wäre der Kampf anders ausgegangen. Oder wäre er schneller zu Ende gewesen. Ja, hier habe ich ihn jetzt endlich erschlagen. Da musste ich mir doch mal das Schwert angucken, das er fallen gelassen hatte. Weil ich erst gehofft habe, das ist genauso ein Feuerschwert und ja. Es ist genauso ein Feuerschwert. Oh, es macht sogar ein bisschen mehr Schaden. Hat aber keine Aufladung. Und es hält, ja, sehr viel weniger aus. Platz im Inventar, da musste ich erstmal wieder ein bisschen schieben. Genau so. Jetzt habe ich immer noch den Giant Slayer und das andere Großschwert. Gut, das andere Großschwert macht, glaube ich, 20. Der Giant Slayer macht 25. Solche Waffen hebe ich mir halt mal gerne genau für solche Gegner auf.
So, da musste ich jetzt erstmal ganz stark überlegen, wo hatte ich überhaupt eine verschlossene Tür vor mir? Da konnte ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern, aber klar war, ja, erst habe ich gedacht, die da war es, aber nee. Weil da ist ja nichts zum Ausschließen und klar war aber, ich muss zurück zu Arok. Das war mir auf jeden Fall klar. Weil Arok steht ja im Prinzip vor einer verschlossenen Tür. Ansonsten wäre er ja bei mir. So, dann auch erstmal wieder die Leiter runter in den großen Hof. Ja, es, wie gesagt, tut mir leid, das Nachsynchronisieren ist immer so eine Sache. Während des Spiels erzählt man halt mal ein bisschen mehr. Tja, und da hat jetzt irgendwie ein riesengroßer Groll, oder ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, auf uns gewartet. Der dann auch erstmal seinen Schläger totgeschlagen hat. Und der andere dachte sich, ey, ich helfe dir. Nein. Und da war platt. Und ich habe erst überlegt, kann man den bekämpfen? Und ja, kann man vielleicht. Ich habe es nicht gemacht. Mit Arok wäre das wohl kein Problem. Denn das ist schon fies. Ich meine, der schmeißt mit Leichen. Voll gemein. Und ich denke, man kann auch einen Stein schmeißen. Boah. Und dass der Höhen so auf die Knie gegangen ist von dem Getrampel. Also im Nahkampf kann man den, glaube ich, ganz knacken. Ich glaube, den kann man auch, wenn nur mit Arok besiegen. Das heißt, mir war klar, irgendwie muss der Arok hin. Oder auch nicht, je nachdem. So, auf dem Rückweg habe ich mich ein kleines bisschen verrannt erstmal. Das kommt aber noch die Stelle. Das ist mir aber auch gar nicht aufgefallen. Das habe ich erst später gemerkt. Hier war ja diese schöne Stelle mit diesem blöden Wachmann. Der sich meinte, erstmal selbst wegsaugen müssen. Und zwar ist das die Stelle. Das ist mir erst später aufgefallen. Da dachte ich einfach, da werden auf dem Rückweg Gegner gespawnt. Hier sehr schön die Rolle. Immer schön ausweichen. Dann kann er auch seinen blöden Schildschlag nicht mehr. Oder diese Rennattacke nicht mehr machen. Und diese Tür war nämlich am Anfang verschlossen, als wir das erste Mal da waren. Deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen, dass die jetzt auf einmal auf war. Ja, Kampf gegen zwei ist so eine Sache. Erst recht gegen zwei solche dicken Schildtypis. Da habe ich natürlich auch ein bisschen was einstecken müssen. Da haben sie mich wieder mit scheiß Rennattacke erwischt. Habe immer probiert, so um sie herum zu tänzeln. Immer schön rollen. Versuchen immer im Rücken zu bleiben. Was aber trotzdem nicht so einfach ist. Aber trotzdem nett, dass der eine einen Heiltrank gedroppt hat. Oh, der zweite auch. Das ist natürlich sehr schön. Tja, da wollte ich an den Heiltrank ran. Hat aber nicht so funktioniert. Der Dicke liegt im Weg. Und hier fiel mir dann auf einmal auf. Hier bist du nicht durchgekommen, oder? Das kam mir auf einmal so anders vor. So fremd und dann war mir aber klar, wenn du hier noch nicht warst, dann muss ja hier irgendwas sein. Und da hinten die Tür, da habe ich echt spekuliert, dahinter müsste Arok stehen. Dann habe ich probiert, dahin zu gehen. Leider nicht so ganz geklappt hat, wie ihr gleich sehen werdet. Also das ist auf jeden Fall die Tür, hinter der Arok stehen müsste. Und da bin ich auf einmal von diesem blöden Vieh angegriffen worden. Und da muss ich mir jetzt echt noch überlegen, wie ich da durchkomme. Weil gegen das Vieh kann ich nichts machen. Der schießt so schnell, da darfst du echt nicht stehen bleiben. Ihr seht es ja selbst. Ich muss mal gucken, ob ich den dann irgendwie
Ja, was ich in der nächsten Folge, wie gesagt, ich bin da noch nicht wieder hingekommen, mit dem Bogen runterhole. Oder ob ich da irgendwie durchlaufe, um zur Tür zu kommen. Es ist halt beides schwierig. So, wie gesagt, ich hatte vermutet, dass auch dahinter steht. Ich war mir halt nicht sicher. Ich war mir gar nicht sicher und bin deswegen jetzt erstmal zu Arok zurückgerannt. Machen wir es mal kurz. Ich werde die Folge etwas kürzer halten. Ich werde gleich einen kleinen Schnitt machen. Ich werde euch eben erzählen, was ich gemacht habe. Ich bin eigentlich nur von hier aus den ganzen Weg runter zu Arok gelaufen. Und dann festzustellen, ja, Arok steht vor dieser Tür. Allerdings ist dort nur eine große Tür und nicht keine kleine Tür. Das heißt, das große Tor kann man nur von der anderen Seite öffnen. Trotz Schlüssels. Das hat mich etwas genervt. Deswegen hatte ich Arok da vorgestellt. Hier war meine Idee, ich mache hier oben einen Save, um für den Fall, dass ich den Weg umsonst renne, einfach zu laden, um wieder da oben zu stehen. Das war jetzt gerade ganz schlecht. Egal, ich bin zurück zu Arok gerannt, habe ihn eigentlich nur vor die Tür gestellt. Habe auf dem Weg lustigerweise noch einen Heiltrank gefunden, den ich übersehen hatte. Habe ihn vor der Tür gestellt, habe einmal kurz mit Feuer durchgespeit, um für den Fall, dass doch noch was dahinter steht, um wegzumachen. Und bin dann eigentlich nur wieder zurück, ja, zu dieser großen offenen Höhle gerannt. Und das war's eigentlich schon. Und deswegen werde ich jetzt die Folge etwas kürzer halten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, tut mir leid, bin der Nass-Synchronisation. Nächstes Mal läuft es wieder besser. Und ich hoffe, ihr seid dann auch bei der nächsten Folge Drakan Order of the Flame mit dabei. Bis dann. Tschüss.